Ja, sind wir bei Social klar, Bruni. Ja, bei Wundern. Schön, dass du da bist. Finde ich total super. Ja, ich freue mich auch. Das ist am Dienstag immer, ja. Wir haben eine wirklich tolle, tolle Sendung vor uns, weil wir das ganz viel mitgebracht haben. Karten, Fotos, alles. Es geht alles ein. Alles, ne? Videos, ja. Alles. Freuen wir uns total drauf. Schön, dass du da bist. Und wir können ja sofort einsteigen, damit wir überhaupt keine Zeit verlieren. Wir sind ja gerade in unseren Live-Wochen im Mai. Der Mai ist ja live. Der Mai ist live. Ich habe bei mir in der Sendung schon gehabt, heute Morgen, besonders heute Mittag. Der Marc, Live-Sendung, ja, zum Beispiel aktuell an der türkischen Riviera. Genau. Wir haben aber auch ein komplettes Team, was gerade in der Ägäis unterwegs ist. Sophia zum Beispiel war auch mit dem ganzen Team unterwegs. Mhm. Und da gibt es, habe ich gehört, das wusste ich gar nicht, so einen kleinen Battle etwa. Ja, es gibt sowas wie einen kleinen Beef, einen kleinen Battle bei uns auf Instagram, nämlich in den Stories. Dort berichten die Sarah aus der türkischen Riviera und die Alex, unsere Kollegin auch aus dem Social Media Team, die kennst du vielleicht auch von Social Club. Die berichtet aus der Ägäis. Und da wird dann immer wieder so verglichen, wer hat jetzt gerade das wärmere Wasser? Wer hat gerade das schönere Wetter? Wo ist gerade die Luft ein bisschen angenehmer? Welches Hotel bietet was? Und das ist super spannend, weil da kann man auch als User zum Beispiel mal was einbringen und sagen, hey, wo kann ich als Rollstuhlfahrer vielleicht besser Urlaub machen oder sowas? Du bist ja so eine Art Schiedsrichterin hier in der Mitte in München. Kannst du ein bisschen zwischen beiden vermitteln? Nicht, dass es sehr ausartet. Aber sag mal, gibt es da im Moment so einen Kleinen, den so vorne hat, oder ist das eigentlich komplett gleichwertig? Es ist relativ gleichwertig. Das Spannende daran ist, man kann es nicht wirklich vergleichen. Hm. Also wir dachten am Anfang, okay, wir können das relativ gut vergleichen. Ne? Türkei ist Türkei, aber das stimmt ja gar nicht. Die sind so vielfältig, die verschiedenen Orte. Du hast hier zum Beispiel diese ganze felsige Ägäis, die ja fast schon ein bisschen so abenteuerreich ist. Ja. Und dann die ruhige Riviera. Und das ist, der ganze Vibe ist anders, wenn du hingehst. Das ist schon schwierig. Wir haben ein ganz tolles Hotel, das Santalia Hotel Resort. Mhm. Relativ neu, ne? Hat erst im vergangenen Jahr geöffnet. Ist auch eine Premiere bei uns, dass wir es überhaupt im Programm haben. Ja. Und wir haben schon eigene Fotos, die sind top aktuell, ne? Die sind top aktuell, die sind von letzter Woche, von mir von letzter Woche, weil ich dort auch letzte Woche dort war. Guck mal, die feinen Damen im Social Media Team. Ja, Social Media Team. Ja, ja. Was hast du denn mitgebracht? Sag mal. So, ich habe zuallererst mal eine Karte mitgebracht. Ja. Bevor wir mit dem Santalia anfangen, würde ich nämlich noch mal kurz über die Riviera insgesamt sprechen oder zumindest den kleinen Teil, den wir uns heute in der Sendung anschauen. Und dann schauen wir uns in der Karte noch mal genauer an, wo das Santalia liegt. Und danach schauen wir uns die ganzen coolen Fotos an. Perfekt, leg los, hier ist die Karte. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Man sieht, relativ weit rechts unten ist Side. Side ist gut entfernt von Antalya. Also man fährt da schon eine Zeit lang hin, schon so gute Stunde. Relativ nah aneinander sind das Amella Hill und das Santalia, über das wir heute sprechen. Ich spreche schon wieder schneller, als ich denke. Kenne ich. Ja, und dieser ganze Bereich da am Meer entlang, das ist alles die türkische Riviera natürlich. Ein guter Teil der türkischen Riviera, den sieht man hier. Da sieht man Belek, das ist relativ in der Mitte. Und hier unten fangen wir an. Das ist ganz nah an Side. Ah, da unten findet man, sieht man schon. Ja, genau, ja, genau, ja. Das ist Side Manavgat. Hier wäre Manavgat. Und da sieht man, egal wo man ist, eigentlich von den Hotels. Ich will jetzt nicht von den Hotels ablenken, aber ich muss. Es ist ganz egal, wo man ist, wenn man hier in Belek ist. Man ist überall in unmittelbarer Nähe zu richtig coolen Orten, an denen man richtig viel unternehmen kann. Und das ist einfach klasse. Das ist wirklich cool. Jedenfalls, wir fangen hier unten bei Side an. Schauen uns das Santalia an, schauen uns ein bisschen Side auch an. Ich habe auch Fotos von Side direkt mitgebracht. Und das Amella Hill. Wir schauen uns auch den Unterschied zwischen der beiden Hotels an, weil die sind ja doch relativ verschieden, obwohl sie im selben Ort sind. Ja. Man möchte meinen, die Urlauber hätten die gleichen Bedürfnisse. Aber da gibt es doch einige Unterschiede. Und dann machen wir einen Sprung hierher. Und dieses kleine Stück, das ist Lara, in der Nähe von Antalya. Da fährt man ungefähr vom Flughafen schon so 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr. Je nachdem, wie viele Stopps man hat, wie viel der Verkehr ist. Genau. Und da ist ja auch gerade der Marc, wie gesagt, aus den Delfinen, wo wir gerade aktuell dann die Live-Sendung immer morgen früh wieder ab 10 Uhr haben. Genau, da ist der Marc, da ist auch die Sarah dabei, da ist ein guter Teil unseres Teams dabei. Und wie gesagt, eben letzte Woche hatten wir, letzte Woche hatten wir einen guten Teil unseres Teams auf Inforeise durch die ganze türkische Riviera. Perfekt.
Und jetzt gibt es die Bilder dazu? Jetzt gibt es die jetzt Bilder, bin die ich muss gespannt. Ich nur kurz aufmachen. Na klar, machen wir die Bilder auf, denn wir wollen natürlich so ein paar eigene Bilder zeigen. So. Und wenn die so aktuell sind, ist das natürlich auch mal richtig schön. Ne? Mhm. Siehst du, wie nah das Ganze an Manavgat ist? Ja. Also wirklich, wirklich ein Katzensprung und vor allem, wie nah es am Meer ist. Und dazu komme ich später nochmal. Aber schauen wir uns doch erstmal das Hotel selber an. Das ist der Empfangsbereich. Guck mal, wie schön das gemacht ist. Es ist super groß, es ist modern. Man hat diese Vögelchen als Dekoration oben. Und es ist richtig, man fühlt sich wohl, wenn man reinkommt. Und weißt du, was mir am stärksten im Gedächtnis geblieben ist? Ja. Der Geruch. Weil? Weil es einfach nicht nach geputzt gerochen hat, sondern da wirklich ein bisschen Duft mit drin war im Putzmittel im Boden. Sehr gut. Das kenne ich eher aus Thailand eher. Mhm. Also in Thailand riecht es einfach auch immer nach blühendem Garten. Genau, und in dem Fall war das eher so ein bisschen so Sandelholz, so ein bisschen holziger, ja, aber unglaublich angenehm, überhaupt nicht penetrant. Kennt man ja auch, dass man irgendwo hingeht und dann kommt da so eine Parfümwolke, sondern das war so eine leichte Unternote. Und klar, das Hotel ist neu, es muss neu riechen, aber das war schon richtig cool. Weitere Bilder. Weitere Bilder. Man sieht dann, man hat uns das Ganze mit Getränken empfangen. Da empfangen ist gerne mal was aufgebaut. Das war dann auch ganz schön und man sieht auch, wie groß und hell das ist. Stimmt. Also das Hotel ist im Vergleich zu den dreien, die wir jetzt haben, da ist jetzt ein Delfin, das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja viel, viel größer, aber es ist tatsächlich so in der Mitte zwischendrin, zwischen den dreien, zwischen den beiden, die noch kommen. Und schauen wir mal weiter, wie es ausschaut, wenn du da durchgehst. Das ist richtig, richtig entspannt. Besonders gut haben mir auch die Zimmer gefallen. Schau mal, wie hell die sind. Oh ja, echt schön. Da ist super viel indirektes Licht. Die Bäder, die sind nagelneu. Und was auch ganz cool ist, so sehen die Swimmer-Zimmer aus. Die sind jetzt hier leider nicht dabei. Aber generell gibt es die in diesem Hotel und wahrscheinlich früher oder später auch bei uns, dass man sich da mal einen Einblick verschaffen kann, wie so ein Swimmer-Zimmer denn ausschauen kann. So schaut das Ganze auf dem Pool aus. Was macht denn dieses iPad heute? Die haben Eigenleben. Die haben absolutes Eigenleben. Die sind auch schon manchmal im Urlaub, die ganzen iPads. Voll. Ich würde jetzt auch einfach mal skippen, weil bei uns ist ja der Poolblick dabei, soweit ich weiß. Ne? Ja. Genau. Ja. Wir haben Doppelzimmer Poolblick im Wert von 101 Euro. Genau. Das haben wir als Upgrade bei dieser Reise automatisch dabei. Mega, oder? Sehr schön. Wir haben noch das Premium-Paket. Wir haben außerdem natürlich für Sie in diesem Premium-Paket zahlreiche Zusatzleistungen. Und wir haben eine Holiday-Check-Weiterbewertung, die ist unfassbar bei dem Hotel. Ne? 96% bei Holiday-Check ist schon richtig gut bewertet. Dazu noch ein, zwei Sätze. Das Hotel ist ja relativ neu. Und normalerweise ist es so, dass, was wir beobachtet haben, wenn Hotels ganz neu aufmachen, haben die ja eher so Kindheitsprobleme fast schon, dass sich das ganze Management und die ganzen Angestellten erst einspielen müssen, dass man sich dann finden muss und solche Sachen. Ja. Und diese Kinderschuhprobleme, die hat dieses Hotel eigentlich fast nicht. Also sonst käme diese Rate einfach nicht so schnell zustande. Ich wollte gerade sagen, also das insgesamt, ne, seit letztem Jahr, so eine gute Bewertungsrate, richtig klasse. Wir können uns ja mal den gesamten Film anschauen, denn wir waren natürlich komplett vor Ort und haben nicht nur Fotos mitgebracht, sondern haben natürlich auch gedreht und haben diese Bilder mitgebracht. Im beliebten Urlaubsort Siede und nur 500 Meter vom Strand entfernt befindet sich das im letzten Jahr neu eröffnete 5-Sterne-Hotel Santalia. Eine ideale Basis für Badeurlaub an der türkischen Riviera finden wir und veredeln Ihren Aufenthalt mit unserem Premium-Pass. So warten auf Ihrem Zimmer Extras wie etwa Obst und Wein auf Sie. Den Blick auf den Pool spendieren wir ebenfalls. Ziehen Sie dort Ihre Bahnen oder gönnen Sie sich einen Drink. Das geht natürlich auch direkt am Strand, der eigens den Hotelgästen vorbehalten ist. Je nach Reisezeit werden Sie mit All-Inclusive oder sogar Ultra-All-Inclusive verpflegt. Die bunten Speisen vom Buffet können Sie in einem separaten Bereich nur für Sonnenklar-TV-Gäste zu sich nehmen. Auch der Spa-Bereich steht Ihnen offen. Gönnen Sie sich, was Ihnen gut tut, und erhalten Sie 25% Ermäßigung auf Wellness-Anwendungen. Urlaub im 5-Sterne Santalia, veredelt mit dem Sonnenklar-TV-Premium-Pass. So macht man Urlaub an der türkischen Riviera.
Getränke gibt es hier auch rund um die Uhr, alkoholische wie alkoholfreie. Und es gibt natürlich auch einen wunderbaren Strand. Bisher der war warst du schön. Nur. Ja, der war sagen, wunderschön. Ich hoffe, du hast Bilder mitgebracht. Ja. Das Besondere an dem Strand ist, der Shuttle, der fährt nicht regelmäßig, sondern tatsächlich auf Bedarf, auf Abruf. Und man sieht dann hier zum Beispiel, wie schön es ausschaut, wenn du zu dem Strand überhaupt erst runter gehst. Oh ja, echt schön, ja. Also es ist schon beruhigend und weit vor allem und wirklich so grün bepflanzt. Man sieht hier auch, wie frisch das angelegt ist. Ganz ja, viel in Platz Holz zwischen und den Liegen, ne? Das finde ich toll. Ja, so auf mehreren Terrassen ist das dann gebaut. Und was man jetzt hier leider nicht sieht, das sind unglaublich viele Blumen bepflanzt. Also das ist schon sehr bepflanzt alles und es ist alles super, super weit. Und wenn du in dem Hotel bist, dann würdest du gar nicht sehen, wie viele Gäste überhaupt in diesem Hotel Platz haben. Und mein persönlicher Favorit war eben dieser kleine Steg. I love Santalia. So süß. Und der Strand sieht auch wirklich toll aus, ne? Also feinsandiger Strand. Ja. Sehr, sehr schön. Wir haben das Premium-Paket automatisch mit dabei. Wir haben dabei das Upgrade auf den Doppelzimmer Poolblick. Der Wert zusammen nochmal 170 Euro, müssen Sie gar nicht zahlen. Kriegen Sie von uns geschenkt bei diesem ohnehin schon günstigen Preis. Überlegen Sie mal, ein neues Hotel, 96% Weiterempfehlungsrate. Und das dann für 399 Euro. Das ist schon richtig toll. Ultra All-Inclusive, 5 Sterne. Sensationell. Genießen Sie unser Santalia Hotel Resort. Das Ganze können Sie von April, also können ab sofort im Mai bis zum März nächsten Jahres schon buchen mit der 238585. So, wenn Sie sagen, das ist so schön, das Hotel, und ich möchte durch diesen wunderbaren Strandtorbogen mehrmals durchgehen wie die Wumi. Ich will gar nicht mehr weg. Machen Sie es 21 Mal, jeden Tag einmal. Wir haben Langzeiturlaub. Sie können das 3 Wochen jeden Tag machen, wenn Sie wollen. 3 Wochen Urlaub im Santalia Hotel haben wir bereits ab 849 Euro zu den gleichen Konditionen. Will heißen, auch hier haben Sie das Upgrade auf das Doppelzimmer Poolblick, auch hier das Premium-Paket, auch hier natürlich ultra all-inclusive. Hierfür hätten wir für die Langzeitvariante die Angebotsnummer 238590. Bei Social Club bleiben wir in der Region Siede, die ja wirklich richtig groß ist, weil die eben so einen fantastischen Sandstrand hat, der sich ja komplett entlang zieht, die gesamte Riviera entlang, bis zum Hauptort, bis zum Hafen eigentlich. Ja, ne? Der zieht sich absolut die ganze Zeit durch, auch so weiter. Und das Faszinierende an der Riviera ist, dass sich der Strand ja ändert. Also dieser Sand ist immer anders. Du hast ja diesen grauen, nicht steinigen, aber schon ein bisschen gröberen Strand, so an Antalya. Ja. Und der ändert sich auch von der Farbe her ein bisschen. Ach. In Inchicum ist der ja zum Beispiel ganz gold. Der ist ja richtig gold und so weich. Inchicum heißt ja weicher Sandstrand. Und, hier lernen wir heute richtig was, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das haben wir auch, wir haben super viel gelernt. Ja, glaube ich. Aber auch den Sand, wenn du so da durchgehst, das ist weich. Es ist einfach ganz weich und das fühlt sich überall ein bisschen anders an. Aber wenn wir zurückschauen zu Siede, wo der Strand natürlich auch wunderschön ist, da gibt es ja auch die Altstadt, die Hafenstadt, die haben wir uns natürlich auch noch mal genauer angesehen. Wir haben diese Woche hauptsächlich den Fokus so auf Antalya, Lara, und letzte Woche waren wir bei Siede. Und das Schöne an Siede ist, das Ganze ist so mit so kleinen Fotospots quasi durchgezogen. Man kann hier direkt an der Klippe mit Blick direkt aufs Meer quasi über den Wellen so sein Aperol trinken. Ne? Klingt sehr, sehr gut. Sieht auch sehr gut aus im Übrigen, ja. Es sah nicht nur sehr gut aus, wenn du durch die Stadt gehst, es riecht gut. Du kriegst Hunger, du hast nicht mal Hunger, aber du hast so einen Appetit, wenn du das Ganze riechst, ne? Das ist schon der Hammer. Und du hast überall eben, wenn du schaust, so kleine versteckte Winkel, wo du dann durch Fotos machen kannst, das ist alles dekoriert. Und was man bei Siede immer beachten muss, ist halt auch, wenn du da abends durchgehst, es ist unglaublich voll. Wenn du nach Siede fahren willst, dann vielleicht am besten in der Früh, vormittags, tagsüber. Aber je später es ist, desto voller wird die Stadt. Und das Ganze erinnert fast schon ein bisschen an so einen Moshpit. Also da willst du nicht mittendrin sein. Okay. Lieber tagsüber sich den Tag Zeit nehmen, sich alles mal anschauen, die Kätzchen, die überall rumlaufen. Und was auch ganz cool ist an Siede, ist es egal, wohin man schaut. Auf dem Boden, ganz egal. Man sieht überall was Cooles. Es gibt ja auch, da sind ja auch diese ganzen Ruinen von der Altstadt, von der historischen. Mhm. Und dir kann es passieren, wenn du durch die Stadt gehst, dass du Glasfliesen am Boden hast. Mhm. Und wenn du unter diese Glasfliesen durchschaust, dann siehst du halt noch diese ganzen Ruinenreste. Das ist super faszinierend.
Das glaube ich. Also ich kenne das Theater beim Eingang ganz gut und den Tempel. Das ist wirklich spannend, was so griechisch-römische Kultur eben immer noch uns hinterlassen hat. Wir haben jetzt ein weiteres Hotel, das hast du vorhin auf der Karte ja auch gezeigt, auch in dieser Region, auch in der Region Side. Genau. Das Amella Hill. Ja. Wir haben hier ein Hotel 450 Meter vom Strand entfernt. 5 Sterne, ultra all-inclusive. Ich sag's Ihnen gleich vorweg, wir schenken Ihnen 4 Nächte. Sie reisen nämlich 2 Wochen lang, obwohl Sie nur 10 bezahlen. Und ihr habt Fotos mitgebracht. Wir haben Fotos mitgebracht. Wir haben Fotos und Videos dabei. Das Amella Hill, wenn man dorthin geht, der Eingang, da denkt man, okay, das muss riesig sein. Wenn du aber reingehst, kommt die Überraschung, das Hotel an sich ist eigentlich voll klein. Hat nur 204 Zimmer, ja? Ja, das ist schon winzig. Also im Vergleich zu anderen Hotels an der Riviera ist das schon sehr klein. Aber das ist auch das Feedback, das wir von unseren Gästen bekommen haben und vor allem das, was wir selber kennengelernt haben. Die Atmosphäre ist super familiär, das Ganze ist modern eingerichtet. Sieht auch gemütlich aus, ja, aber trotzdem gemütlich, nicht kalt, ne? Nee, gar nicht. Also das ist in so schönen Blautönen gehalten, das Ganze in Blau, Dunkelrot, Orange. Die Zimmer sind sauber und modern. Hier sind wir noch ein paar Bilder von den Zimmern, genau. Genau, oder hier, das ist jetzt der Poolblick, ne? Das ist ein Swim-Up und das sieht man auch so ähnlich, wie der Pool aussieht. Wenn man durchgeht, das ganze Restaurant ist super freundlich, es ist so goldig, blau. Auch hier gibt es auch Getränke rund um die Uhr, muss man dazu sagen. Also auch hier wieder super ultra all-inclusive-Angebot, Getränke rund um die Uhr, lokale alkoholische wie alkoholfreie Getränke und wir haben eben auch noch ein Doppelzimmer-Poolblick. Wert auch nochmal 34 Euro, packen wir auch noch dazu. Also wie immer, zahlreiche Upgrades. Das ist zahlreiche Upgrades und man darf ja auch alles nutzen. Was jetzt das Hotel zum Beispiel hatte, war ein nagelneues Gym. Das waren zwar nur wenige Geräte, nur eine Handvoll, aber die waren nagelneu, die waren super krass. Modern, sowas siehst du, wenn du hier in ein Fitnessstudio gehst, nicht unbedingt, außer du zahlst da drauf. Also das ist schon der Hammer. Und auch ganz cool, dieser riesige Außenpool. Ich habe ein Video noch davon, ich glaube, da müsste man das sehen, jede Sekunde. Da ist es. Genau. Und wenn du da ganz links schaust, da versteckt sich hinter der Palme so eine Art Bar, die ist direkt im Wasser drin. Ah. Und die hat eigentlich, jetzt gerade nicht, weil da noch Winter war, aber eigentlich hat die auch die ganze Zeit geöffnet. Perfekt. Da kannst du beim Schwimmen noch deinen Cocktail holen. Und das rund um die Uhr. Ja. Wenn du nachts um 2.30 Uhr mal schwimmen willst, kriegst du noch einen Cocktail. Das ist doch mal All-Inclusive, Ultra All-Inclusive. Wir schauen uns das Hotel an, das Amella Hill. 5 Sterne, Ultra All-Inclusive in Side. Wir haben ein Herz für Urlaub an der türkischen Riviera. Mit gutem Essen, kühlen Drinks am Pool und ganz viel Wellness. All das erwartet Sie 14 Nächte zum Preis von 10 im 5-Sterne Amella Hill in Side, das erst 2021 eröffnet wurde. Den schmucken Pool haben Sie mit unserem Zimmer-Upgrade stets im Blick. Ihr gemütliches Reich mit täglich gefüllter Minibar müssen Sie eigentlich nur dann verlassen, wenn die Leckereien der Buffets locken. Ein Dinner in den exklusiven à la carte Restaurants ist im Ultra-All-Inclusive-Angebot dabei. Ein zweites spendieren wir. Die Getränke sind rund um die Uhr kostenlos. Im Spa sorgen eine Schnuppermassage, eine Gesichtsmaske und 20% Ermäßigung auf alle Anwendungen für Entspannung. Das 5-Sterne Amella Hill in Side. Ein kleines Haus mit großem Wohlfühlfaktor für 14 Nächte zum Preis von 10. €699 dafür, dass Sie hier wirklich 2 Wochen bleiben, aber nur 10 bezahlen. 4 Nächte kriegen Sie ja von uns geschenkt. Genauso wie das Upgrade auf Doppelzimmer. Poolblick, super moderne Zinger, Wellnessbereich mit türkischem Bad, Sauna können Sie kostenlos nutzen. Getränke rund um die Uhr. Sie kriegen von uns ein zusätzliches Abendessen im à la carte Restaurant. Sie kriegen Prozente und zwar Ermäßigung auf die Wellnessanwendungen. Alles schon mit in diesem Preis mit dabei. Die Angebotsnummer ist die 238-691.
So, Brunhild, jetzt geht's weiter. Wir hatten jetzt zwei Hotels bei Cedar und jetzt fahren wir praktisch zum Flughafen Antalya zurück, wenn man so will. Genau. Und vorher biegen wir aber nochmal links ab an Strand. Und da haben wir unsere aktuelle Nummer 1, das wirklich meistgebuchte Angebot des heutigen Tages, des heutigen Dienstags. Das Delphine Palace Resort. Ganz genau. Wunderschön, ja. Wie liegt es? Du hast nochmal die Karte nochmal offen. Ja, ich habe sie offen. Mal zeigen? Genau. Ja. Also man sieht rechts nochmal die beiden Hotels von eben, das Amella und das Suntalya. Übrigens Suntalya auch Platz 3 heute, also auch ein sehr beliebtes Angebot. Und ganz links ist dann Antalya mit der schönen Uferpromenade, mit dem Flughafen, mit der tollen Altstadt. Und kurz davor, das ist das Schöne an dem Hotel, also kurze Wege. Ne? Man kann nach Antalya schnell reinfahren und der Transfer vom Flughafen ist auch nicht so weit. Ne? Überhaupt nicht. Das ist eine Viertelstunde, 10 Minuten zum Delphine Palace. Und man ist eigentlich überall relativ schnell. Man ist eine Stunde in Cedar. Wenn man ein bisschen weiterfährt, dann nochmal in Alanya. Man kommt überall hin. Und hier in diesem Hotel, in dem Delphine, das ist ja praktisch unser Austragungsort, wenn Sie so wollen, unsere aktuellen Live-Sendungen, 3 Tage, gestern, heute und morgen. Die letzte Sendung von Marc, von Sarah aus dem Social-Team. Die sind da mit einem großen Team vor Ort und senden da auf der, die haben ja so eine kleine Seebrücke, die man wie auf der Ostsee so kennt. Ja, das ist der riesige Steg, ne? Ja, das ist ein riesiger Steg. Richtig toll. Ja, finde ich auch. Richtig toll. Ich war letztes Jahr bei Live aus der Türkei dabei. Es ist einfach schön. Vor allem, wenn du da nicht unbedingt an der Sendung beteiligt bist, weil du Social Media Manager bist, ne? Und du sitzt da mit deinem tollen Laptop so direkt über dem Meer, das ist schon cool. Ich merke schon, du hast einen Traumjob. Erzähl uns was zum Hotel und zeig uns ein paar Bilder. Zum Hotel. So, ja, die Bilder muss ich noch mal kurz aufmachen. Aber zum Hotel kann ich einiges erzählen. Das ist jetzt, es gehört zu den Delphine Hotels. Das ist das Schwesterhotel von den Delphine Big Run, in dem wir öfter schon waren. Und die Delphine Hotels, die haben ein super krasses Ultra All-Inclusive Konzept, das die überall durchsetzen. Und muss man auch sagen, Getränke rund um die Uhr, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Also alkoholische, alkoholfreie Getränke auch hier, das ist echt ultra all-inclusive. Ne? Für dich ist das der Wahnsinn, für das Hotel ist das das Mindeste, das muss man auch sagen. Es sind ja nicht nur irgendwelche Getränke, sondern wir haben hier Markengetränke. Und man kann sich das so vorstellen, du bist in diesem riesengroßen Hotel. Es ist wirklich riesig. Du fühlst dich da drin wie so eine kleine Ameise. Es riecht gut, es riecht wirklich, wirklich fein. Und dann hast du diese ganz große Anlage, durch die du da durchgehen kannst. Und überall in dieser Anlage hast du Kühlschränke. Und zwar nicht einfach so irgendwie in die Gegend reingepflanzt, sondern wirklich so, dass die in die Umgebung reinpassen. Das Ganze ist, die ganze Anlage ist richtig durchdacht konzipiert, sodass diese Kühlschränke zwar überall platziert sind, aber sie fallen nicht auf. Und auffällig oder auch bemerkenswert an diesen Hotels und Delphine sind halt auch diese Foodmeilen. Man geht quasi zu dem Steg runter. Man hat die ganze Straße entlang super süße kleine Stände, die dekoriert sind. Da gibt es Obst, da gibt es Eis, da gibt es Waffeln, es gibt Chicken Nuggets, es gibt alles. Einfach alles. Also kulinarisch absolut ganz weit vorne. Ja. Die sind aber auch bekannt für hohe Qualität, super Service, ganz tolle Sauberkeit. Also kann ich auch nur sagen, Delphine Hotels immer alle Daumen hoch. Auch bei dem Hotel sieht man es ja auch. Darf man nicht vergessen, das Hotel hat eine Weiterempfehlungsrate bei Holiday Check von 98%. Also das ist wirklich Spitzenwert. Ja. Und das mehr als verdient. Die Kollegin Sarah ist, wie gesagt, gerade vor Ort für unser Battle türkische Ägäis gegen türkische Riviera. Was ist cooler? Bisher können wir noch keine Entscheidung treffen. Aber sie postet immer ganz fleißig sehr, sehr viele Stories, die man auf unserem Profil anschauen kann. Zum Beispiel hat sie gestern damit angefangen, direkt am Steg, dort, wo die Sendung läuft. Man muss sich das vorstellen, der Steg, also wir senden nicht vom Strand, wir senden direkt vom Meer. Ja. Also das ist schon einige Meter im Meer drin. Und das Ganze ist super warm, es ist super weit. Und was die Delphine Hotels auch haben, zumindest die, die ich jetzt schon gesehen habe, die haben alle so Insta-Spots. Okay. Das ist jetzt gerade für so Leute wie mich ganz cool, ne? Social Media Manager, Leute, die Social Media mögen. Wir bringen jetzt wieder das Social in Social klar. Die Insta-Spots, die sind alle gekennzeichnet durch ein kleines Instagram-Schild. Also ein Schild mit dem Logo und da steht drauf, mach ein Foto und tagge uns. Dann der Name oder der Handle des Hotels. Und dieser Platz ist dann extra dafür angelegt, dass du ein Foto davon machst oder dass du ein Foto von dir damit machst. Das sind diese I Love Delphine-Schaukeln, die du überall siehst. Okay. Oder Blumenoasen oder solche Sachen. Sehr schön. Hast du noch was mitgebracht? Eine Tasse Kaffee. Das ist super. Das war gut. Ein Espresso habe ich gerade gesehen. Ja.
Das sind so Eindrücke aus dem Hotel. Genau, das sind vor allen Dingen jetzt, Marc sitzt da mit zwei Gästen auf diesem Steg, guckt aufs Hotel. Muss dazu sagen, der Anteil der Stammurlauber, der ist extrem hoch in diesem Hotel. Der ist riesig groß bei den Delfinen. Das sind Leute, die fahren einmal hin, weil sie es ausprobieren wollen. Wiederholungstäter, könnte man sagen. Ja, genau, Wiederholungsurlauber, absolut. Und wir haben so diese Angewohnheit, wenn wir bei Live aus der Türkei sind, dass wir einfach die Leute ansprechen, hey, wollen Sie nicht mal mit vor die Kamera und so von Ihrer Erfahrung berichten? Und wir haben wirklich häufig Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt schon das 7. oder 8. Mal hier. Ich hatte heute, vielleicht vor einer Stunde oder anderthalb Stunden, einen Kommentar auf Facebook, wo jemand geschrieben hat, hey, ich war schon 20 Mal im Delphin Palace. Wahnsinn, ja. Also wir hatten Leute, die waren im Delphin Big Grand, die gesagt haben, ich weiß noch das Hotel, damals hieß es Botanik, deswegen hat es dieses riesengroße B drauf. Mhm. Und die kommen mit Geschichten, die sind älter als ich und das ist einfach cool. Das macht einfach Spaß. Und was auch faszinierend ist, ist dieser Gedanke, dieses Hotel an die Gäste mit reinsteckt. Nicht nur im Sinne von Verwöhnen und Erholung, sondern auch an Bedürfnisse. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gerade eben in dieser einen Story, die wir gesehen haben, waren zwei Personen mit Marc und er. Und eine von diesen beiden Personen war im Rollstuhl und die hat ausführlich darüber berichtet, wie zuvorkommend das Hotel ist gegenüber mobilitätseingeschränkten Personen. Es gibt behindertengerechte Zimmer, es gibt barrierefreie Zimmer und da wird wirklich an alles gedacht. Das finde ich auch genau das Richtige und genau dahin geht, glaube ich, auch die touristische Reise generell, dass man wirklich an alle denkt, dass alle einen schönen Urlaub haben und deswegen wollen wir Ihnen natürlich auch, dass Sie auch einen schönen Urlaub haben, natürlich immer ein paar Extras geben. Wir haben hier zum Beispiel ein Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick, den müssen Sie gar nicht bezahlen. Wenn Sie aufs Zimmer kommen, steht da gleich ein Obstkorb, eine Flasche Wein, alles automatisch dabei, Slipper sind automatisch dabei, Strandtasche und Sie kriegen hier sogar 25% Ermäßigung auf die Wellnessanwendungen. Und deswegen wollen wir natürlich das Hotel jetzt mal zeigen. Sie sehen, der Preis 949 Euro ist ein bisschen mehr für eine achttägige Reise als bei den anderen Hotels. Das ist ein höherpreisiges Hotel, obwohl es auch in Anführungsstrichen nur 5 Sterne hat. Aber Sie werden gleich auch nochmal in den Bildern sehen, das ist eben nochmal dieses extra mehr, der etwas bessere Service, der vielleicht den Ausschlag gibt, dass hier die Weiterempfehlungsrate bei 98% liegt. Das Delphin Palace an der türkischen Riviera. Ein 5-Sterne-Luxushotel mit erstklassigem Service und einer Weiterempfehlungsrate von fast 100% bei über 9000 Bewertungen. Die 40.000 Quadratmeter große Anlage überzeugt außen wie innen mit purer Eleganz. Ihr ganz persönlicher Rückzugsort punktet mit unserem Upgrade auf seitlichen Meerblick. Außerdem warten dort schon Obst und eine Flasche Wein auf Sie. Nahezu jedem Urlauber hat es im Delphin Palace bisher nicht nur gefallen, sondern auch bestens geschmeckt. Der Grund? Das unglaubliche Ultra-All-Inclusive-Konzept. Neben drei täglichen Buffets erwarten Sie zudem Snacks, Eis, Kaffee und Kuchen sowie Getränke rund um die Uhr. Zusätzlich könnten Sie sich auch mal ein à la carte Dinner gönnen. Mindestens genauso vielfältig wie das kulinarische Angebot präsentieren sich die Entspannungsmöglichkeiten im Garten. Gleich drei große Pools bieten Abkühlung unter der türkischen Sonne. Und wenn Sie den direkt angrenzenden Strand entlang spazieren, ist das Urlaubsglück einfach perfekt. Wird es doch mal frisch draußen, empfehlen wir Ihnen den Wellnessbereich. Hier erhalten Sie 25% Rabatt auf alle Anwendungen und dürfen sich auf eine wohlig warme Auszeit im Hammam oder in der Sauna freuen. Ihr Urlaubstag endet vollkommen relaxed und von bunten Shows verzaubert. Ein Urlaubstag mit Bestnote im 5-Sterne Delphin Palace. Super hohe Kundenzufriedenheit direkt am Strand und das Schöne ist eben nicht weit von Antalya entfernt. Sie genießen hier eine Woche im Delphin Palace Hotel Ultra All Inclusive 5 Sterne ab 949 Euro mit der 238879.
Social Class. Geht immer so schnell rum, Moni. Ich könnte auch eine Stunde hier bleiben und über das Hotel sprechen. Und über die anderen beiden auch. Es ist ja auch das Tolle. Ich meine, ganz ehrlich, wer zeigt nicht gern Urlaubsfotos und nichts anderes machen wir hier eigentlich? Insofern, es ist einfach cool. Total schön. Und wir wollen noch eine Sache: Urlaubschecker. Ist morgen, ne? Ja, genau. Und zwar genau aus diesem Delphin Palace Resort, das wir gerade vorgestellt haben, aus dem der Mark live sendet, aus dem die Sarah sich mit der Alex battelt um eine coolere Urlaubsregion. Und wir haben schon einen Mini-Urlaubschecker aufgezeichnet, allein vom Buffet, der ist schon auf YouTube. Aber morgen kommt der Live-Urlaubschecker, 14:30 hier im TV und live auf Facebook. Wenn Sie auf Facebook zuschauen, nutzen Sie die Gelegenheit, denn so schnell kommt es nicht. Sie können den Urlaubschecker nämlich kommandieren. Sie können sagen, Sarah, zeig doch mal das Badezimmer. Und dann muss sie ins Badezimmer gehen. Das sind die Spielregeln. Finde ich gute Spielregeln. Bruni, ich sage vielen Dank. Nächstes Mal erzählst du mir die Geschichte, die du eben erzählt hast, dass ihr euch mal beim Buffet verlaufen habt beim Dolphin Palace, weil es einfach zu groß war. Das war nächsten Mal. Ich danke dir, dass du da warst. Und fürs nächste Mal wieder ganz viele tolle Bewertungen, tolle Bilder und Infos, die du mitbringst. Danke dir. Danke dir.